Ich würde heute gerne ein paar der Recherchen, die ich in den letzten Monaten für Wikimedia gemacht habe, vorstellen. Es geht um offene Daten, offene Datenbanken und die EU-Datenbankenrichtlinie. Zunächst will ich erstmal zurückgehen in die 90er, wo sich die EU gedacht hat, ja, wir würden wirklich gerne so datengetriebene Industrien fördern. Wie können wir das machen? Datenbanken sind doch so ein bisschen jetzt das Öl der Neuzeit. Und die haben sich gedacht, wenn wir die Investitionen, die Datenbankenhersteller tätigen, unterstützen mit einem Urheberrecht und einem Investitionsschutz, dann erreichen wir genau das. Das war komplett neu. Die Gründe waren erstmal gar nicht so schlecht. Die wollten die Produktion fördern, Harmonisierung schaffen innerhalb der EU, weil es gab Länder, wo sozusagen manche das Urheberrecht für Datenbanken noch strenger war, bei manchen gab es gar nicht. Und dann haben sie es sozusagen zusammengefügt. Und ja, es sollte halt vor allem so diese Kosten, die Datenbankenhersteller haben, rechtfertigen. Da gab es erstmal ziemlich viele Stimmen dagegen, weil es sowas irgendwie noch nicht so gab. Besonders bei den Wissenschaftlern war die Frage so, ja, können wir dann noch die Daten nutzen aus verschiedenen Datenbanken? Besonders in den USA gab es einen großen Aufschrei, weil halt sozusagen, was macht denn die EU jetzt gerade? Wir kennen das nicht, wir haben keinen Investitionsschutz. Wie ist es dann, wenn wir mit EU-Wissenschaftlern zusammenarbeiten zum Beispiel? Sind die Datenbanken, die wir dann an denen gemeinsam arbeiten, haben die dann diesen Schutz oder nicht? Und dann ging es auch so ein bisschen so um Datennutzende. Datennutzende können Datenjournalisten sein, Wissenschaftler, jetzt halt auch wieder Start-ups zum Beispiel. Das war alles ein bisschen, fanden die alle nicht so gut. Und wieso eigentlich nicht? Ja, weil das Gesetz halt ein bisschen schwammig ist. Also es wurde sozusagen gesagt, ja, Fakten sind an sich ja nicht schützbar, aber wenn jetzt eine Datenbank eine große Investition oder kreativen Aufwand betrieben wurde, um eine Datenbank zu erstellen, dann darf nicht ein wesentlicher Teil daraus entnommen werden. Also somit können sozusagen Fakten, die in einer Datenbank sind, irgendwie verschlossen werden. Und das ist halt ein wesentlicher Teil, ist auch schwierig festzustellen, weil Datenbanken sind unterschiedlich groß, im großen, unterschiedlichen Umfang. Und außerdem war auch nicht ganz klar, was ist denn eigentlich eine Datenbank? Man unterscheidet da zwischen Datenhaufen und Datenbank. Datenhaufen könnte zum Beispiel sein, wenn man eine Messreihe macht und kurz, wenn man bei einer Messreihe sozusagen Daten entstehen, dann ist es ein Datenhaufen. Aber es kann auch dann sein, dass wenn ein Datenhaufen gezielt abfragbar wird, dann könnte es auch schon wieder eine Datenbank sein. Also da gibt es auch ein bisschen so rechtliche Unsicherheit. Und dann wurde gesagt, okay, das gilt für 15 Jahre. Aber wenn noch mal eine große Investition gemacht wird, dann kann das sozusagen auch noch verlängert werden. Heißt es sozusagen, dass so ein Urheberrecht für immer verlängert werden könnte? Und wie groß ist sozusagen so eine Investition? Alles Dinge, die nicht so wirklich geklärt waren. Dann existierte das Gesetz erstmal so für 10 Jahre. Dann hat sich die EU gedacht, okay, wir gucken jetzt mal, hat das überhaupt was gebracht? So, wurden die Ziele erreicht, die wir erreichen wollten? Zum Beispiel die Produktion von mehr Datenbanken. Und dann wurde evaluiert. Und da kam dann raus, nee, das hatte eigentlich überhaupt keinen positiven wirtschaftlichen Einfluss. Die Zahl der Datenbanken ist sogar zurückgegangen. Empirisch wurde dann auch nochmal geguckt, gibt es da einen belegbaren Nutzen? Nee, gibt es eigentlich auch nicht. So, die Hoffnung von Datennutzenden steigt. Und letztendlich wurde dann aber entschieden, wir bleiben dann doch mal lieber beim Status quo, weil es kann ja sein, dass die Datenbankenindustrie extremen Widerstand leisten würde. Und damit können wir uns gerade nicht so befassen. Derweil, wir sind jetzt 2005 in die 2000er, entstehen immer mehr so offene Datenprojekte. Das ist eine schöne
Zeichnung, die sozusagen sagt, wie viele Datensätze offen sind und wie die miteinander auch verknüpft sind, um auch darzustellen, ja, wenn man eine Datenbank hat, dann hat die aber auch noch mehr Mehrwert, wenn sie mit anderen Daten verknüpft werden und man kann neue Dinge ausstellen. Bei uns wurde Wikidata erfunden, erstmal um die Schwesterprojekte wie Wikipedia zu unterstützen. Es ist so eine, wer von Wikidata noch nicht gehört hat, ist so eine freie, strukturierte Datenbank, die maschinenlesbar ist. Und ein Beispiel dafür ist, wenn in der Wikipedia zum Beispiel ein Artikel in der englischen Wikipedia in New York wird die Einwohnerzahl vielleicht regelmäßig erneuert und in der tschechischen zum Beispiel eventuell nicht. Und es gibt halt über 200 Wikipedien. Man kann nicht immer sicherstellen, dass wirklich alle Fakten, die wie Fakten sind, auch wirklich gleich sind. Und Wikidata unterstützt sozusagen dabei. Da muss man nur noch einmal editieren und man kann auch die Quelle angeben von dem Datensatz. Und ja, dachten wir halt sozusagen mit Fakten Wissen schaffen. Auch die FAZ zum Beispiel hat Wikidata letztens benutzt bei ihrer Oscar-Darstellung, was ganz schön war. Also man kann Daten natürlich auch schön visualisieren. Und es findet auch eigentlich die European Commission gut. Also jedenfalls sagt sie in diesem Interview, was ich so schön fand, ja, wir leben ja in so einem Zeitalter, wo die Leute uns nicht mehr glauben, es wird nicht mehr in die Politik vertraut, die Wissenschaft, es ist alles zu untransparent. Und wer kann denn da sozusagen helfen? Und ja, wer kann helfen? Zum Beispiel Citizen Scientist. Also nochmal die Wissenschaft ein bisschen näher bringen. Finden wir auch gut. Wir haben auch Citizen Scientist bei Wikidata. Wir haben auch Datenjournalisten, wie ich gerade gesagt hatte, mit der FAZ. Und auch Tools, die Daten visualisieren können. Und ja, da dachte ich, okay, ich gehe mal zu unserer Community und frage mal da direkt nach, nachdem ich das ganze Gesetzeszeug erledigt hatte, dachte, das ist schon ein bisschen kompliziert, ich frage die einfach mal jetzt direkt. Und die meinten wirklich, ja, das ist schon irgendwie blöd. Also wir wissen nicht, wie viele Daten wir in Wikidata einpflegen dürfen, um dann noch legal das tun zu können. Und ja, diese ganzen Begriffe, die Begrifflichkeiten, die ich gerade schon erklärt hatte, das ist dann auch ein bisschen vielleicht zu viel und man hat dann Angst, irgendwas falsch zu machen. Und ja, da wären wir dann wieder bei so Chilling Effects, also bei wenn ein Gesetz so eine abschreckende Wirkung hat, ist es ja nicht unbedingt positiv. Also wenn, dann sollte ein Gesetz auch ziemlich klar sein und wenn es klar ist, einen bestimmten Teil darf man benutzen bei einer Datenbank, dann sollte das auch ersichtlich sein. Und was auch unsere biomedizinischen Wissenschaftler, was halt hauptsächlich Citizen Scientists sind, die haben sich halt gedacht, ja, es wäre echt toll, wenn wir in Wikidata aus verschiedenen Datenbanken das zusammenknüpfen könnten und eines der größten biomedizinischen Datenbanken schaffen könnten. Und den Weg, den sie jetzt gerade gehen, durch diese Unsicherheit, ist halt wirklich zu jedem Institut und zu jedem, der den Datensatz hat, und den fragt, ja, können wir das tun, das sind unsere Gründe. Und dann wird meistens auch gesagt, ja klar, nehmt die Daten ruhig. So, dann gab es jetzt vielleicht so einen kleinen Lichtblick, zumindest dachte ich, bevor es veröffentlicht wurde, die Urheberrechtsreform 2016, die auch die Datenbankenrichtlinie erwähnt. Und ja, leider war das ein bisschen Fehlanzeige. Sie haben ein paar Dinge geändert und zwar, was jetzt gemacht wurde, ist, dass die Ausnahmen harmonisiert sind. Das ist schon mal gut, also innerhalb der EU, die Ausnahmen sind harmonisiert. Und dann gilt es aber sozusagen nur für Wissenschaftler und für Bildung, die jetzt sozusagen davon ausgenommen sind. Und die dann auch, wenn sie Daten aus verschiedenen Datenbanken nehmen, eine neue Datenbank erstellen und diese veröffentlichen, dann ist es auch alles gut. Aber was ist sozusagen mit den Citizen Scientists, mit den Datenjournalisten, mit zum Beispiel auch Start-ups, die haben halt immer noch nichts davon. Und Start-ups erwähne ich auch, weil Wikidata ist sozusagen frei, aber auch für alle frei, also auch für kommerzielle Nutzung.
Und ein Beispiel dafür ist Histropedia. Das ist ein IT-Software-Projekt, was diese Software lizenziert, aber die Nutzung frei jedem zulässt und die Daten aus Wikidata zieht. Und das sieht man halt hier ganz schön. Hier kann man dann sozusagen auch Geschichte visualisieren. Ich hätte das zum Beispiel auch lieber gehabt, als so in der Schule noch mit Bleistift und so Geschichtsdaten zu visualisieren. So könnte man jetzt den Schülern sagen, hier, trag die Daten bei Wikidata ein und dann könnt ihr die auch visualisieren. Das ist sozusagen ein anderes Projekt, was halt nicht mit bedacht ist, sozusagen. Und Daten können da nur entstehen oder nur sein, wenn sie komplett frei sind. Auch wenn die sozusagen auch so ein bisschen einen wissenschaftlichen oder einen Bildungshintergrund fördern. Ja, also persönlich würde ich sagen, die Möglichkeiten sind relativ endlos, was auch so Verknüpfungen und die Graustufen angeht, was jetzt nicht unbedingt nur Wissenschaftler oder Bildung sind. Und es wäre doch irgendwie schön, wenn wir diese Datenbankenrichtlinie ein bisschen genauer oder verändern könnten. Und abschaffen ist nicht unbedingt so die beste Lösung, weil man dann halt auch diese Harmonisierung wieder entlässt. So. Und dann kann es halt sein, dass manche EU-Länder total die Initiative ergreifen und sagen, ja, wir brauchen das gar nicht. Und andere Länder halt sagen, okay, ja, wir machen wieder ein ganz strenges Urheberrecht. Von daher stimme ich halt auch ein bisschen da mit Juncker überein und sage, ja, better regulation würden wir schon gerne fördern. Aber wie kann man wirklich diese Balance finden von Leuten, die wirklich große Investitionen und vielleicht hauptsächlich ihr Geld damit machen, diese Datenbank zu erstellen und eigentlich trotzdem diese Nutzung von Daten erlauben, die halt andere Innovationen und Investitionen fördern. Und da ist jetzt eine Idee sozusagen, dass ein Registerrecht, das ist so ein bisschen aus den 70ern noch, dass man sich überlegt, okay, der Schutz greift wirklich erst, wenn man den auch haben will und wenn man den anmeldet. Und die Hoffnung besteht dabei ein bisschen darin, dass dann wirklich nur Industrien oder nur Firmen, die wirklich großen finanziellen Aufwand hatten, um eine Datenbank zu erstellen, dann auch diesen Schutz kriegen. Und das ist auch nicht unbedingt was Neues. Das kennt die EU eigentlich schon. Also es ist jetzt kein großer administrativer Aufwand. Zum Beispiel halt bei der Datenbank für verwaiste Werke oder auch im Markenregister. Ja, also meine Hoffnung ist schon da. Und ja, ich hoffe, dass sozusagen dieses Gesetz abgeändert werden könnte im Zuge der Urheberrechtsreform. Und ja, und dabei würde ich mich freuen auf mehr Anregungen auch, wenn Sie selbst zum Beispiel betroffen sind, wenn Sie ein Projekt kennen, was vielleicht betroffen sind, immer her damit. Und dann können wir das hoffentlich irgendwie gemeinsam angehen. Dankeschön.